Damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Nebel über Carcassonne. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe, abschließend gibt es dann auch ein kleines Fazit. Ja, das Spiel ist vom Autor Klaus-Jürgen Frede, Hans im Glück der Verlag, Vertrieb über Asmodee und es ist ein eigenständiges, kooperatives Spiel. Es ist aber auch gleichzeitig eine Erweiterung zum Grundspiel Carcassonne. Weil viele denken, ist das jetzt nur ein kooperatives Spiel? Nein, es liegen hier Regeln bei. Das heißt, ihr könnt das hier spielen als Erweiterung mit dem Grundspiel Carcassonne oder ihr spielt, und da setze ich ein bisschen mehr Fokus in dem Video, hier als kooperatives Spiel. Und da ist auch alles enthalten, was man hier für ein eigenständiges Spiel dann benötigt. Ja, ob das Spaß macht, wie das funktioniert, das natürlich im Video. Ganz klar, Fazit folgt am Schluss. Und das Spiel ist für 1 bis 5 Personen, ist ab 8 Jahre angegeben und mit einer Spielzeit 5 und 35 Minuten. 35 Minuten. Ja, je nach Level kann es auch mal nur 10, 15 Minuten gehen. Das werde ich euch gleich demonstrieren. Wir spielen auf jeden Fall gemeinsam. Und ihr seht schon mal die Auslage. Hier, wie gesagt, nochmal die Anleitungen, die beiden für das Grundspiel und für die Erweiterung. Und hier seht ihr den Punkteplan. Hier seht ihr die Chips, die werden gemischt. Hier seht ihr die Meeple. Das sind da mehr als, da kann doch mehr mitspielen. Ja, ihr nehmt euch auf jeden Fall Meeple einer Farbe, abhängig von der Spieleranzahl. Solo zu zweit müsst ihr schauen. Es steht in einer kleinen Übersicht in der Anleitung drin, was ihr benötigt an solchen Wächter-Meeple. Aber ansonsten die nicht benötigte Farbe, da nehmt ihr einfach so eine Figur und stellt sie auf die Punkteleiste, wie man es kennt. Ja. Und jetzt geht es noch darum, Plättchen auszusortieren, wie Friedhöfe beispielsweise. Weil das erste Level, um das geht's, das wollen wir spielen. Und hier wird angegeben, welche Plättchen rauskommen. Das heißt, die habe ich schon mal auf die Seite gelegt, wie viele Geister eine Rolle spielen und was unsere Aufgabe ist. 50 Punkte müssen wir also im ersten Level gemeinsam erreichen. Dann haben wir das Spiel gewonnen. Das ist ja mal nicht so schwer. Naja, wenn euch die Plättchen ausgehen, dann habt ihr das Spiel verloren. Oder 15 Geister sind auf dem Spielplan, das geht auch recht schnell. Dann habt ihr auch das Spiel verloren. Also ihr müsst eine gute Mischung finden. Das lege ich jetzt einfach mal mehr ab. Und hier seht ihr auch das Startplättchen. Die Geister werden schon platziert. 3 Geister sind auf dem Startplättchen. So, und hier habe ich jetzt einfach ein paar Meeple und die restlichen Geister lege ich zur Seite. Und jetzt agiert man wie beim normalen Spiel auch. Eine Person ist dran, zieht ein Plättchen, legt es passend an. Wer Carcassonne jetzt nicht kennt, die Regeln sind hier nochmal gut dargestellt. Wer das Grundspiel kennt, ist sehr schnell drin in diesem Spiel. Man muss nur ein paar Kleinigkeiten beachten. Also wie gesagt, ich lege ein Plättchen, schaue, ob Geister auf das Plättchen kommen und schaue dann einfach, ob ich eine Punktewertung auslöse oder nicht und Geister dafür entferne. Das sind die Regeln. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal eines der Plättchen. Und jetzt schaue ich natürlich, wo ich das anlegen kann. Ich kann das natürlich jetzt hier nicht anlegen. Da passt ja nicht. Straße und Wiese geht nicht. Ich kann es auch hier nicht anlegen. Ja, der Nebel, der wird dadurch abgeschlossen. Ist ja ganz gut. Aber nein, hier ist ja eine Straße hinterlegt. Das geht auch nicht. Ich könnte es doch beispielsweise hier anlegen. Wäre auch eine Option. Aber vielleicht macht es Sinn, mehr hier anzulegen. Das heißt, ich lege es einfach hier drauf. Ich möchte euch ja ein bisschen was demonstrieren. Wenn ich das jetzt hier drauf lege, dann lege ich 2 Geister hin. Klar, sind ja auch 2 Geister abgebildet. Das wären ja immer weniger. Wenn ich das Plättchen jetzt hier hingelegt hätte, dann wäre es nur ein Geist. Nämlich ein Geist weniger, weil ich ja an einem Nebel angrenzend das Plättchen dann lege. Aber ich möchte das einfach mal so hier platzieren, weil ich möchte ja hier ein großes Gebiet machen. So, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich natürlich die Figur hier draufsetzen oder hier einfach hier drauf, oben natürlich hier vielleicht ein große Stadt dann fertig zu machen. Übrigens, jedes Plättchen zählt dann 2 Punkte, ist hier ein Wappen hinterlegt, dann zählt es nochmal extra 2 Punkte. Das wäre jetzt mein Zug. Das heißt, die nächste Person ist dran, zieht auch ein Plättchen. Und da muss man natürlich schauen, wie man agiert. Man schaut sich natürlich das Plättchen an, man kann überlegen, okay, ich könnte es jetzt zum Beispiel hier hinlegen. Dann kommt kein Geist hier auf dieses Plättchen drauf. Man sieht es, eins weniger, ist super. Und dann können wir hier schon mal das ganz groß machen, eine weitere Figur dann drauflegen. So funktioniert das. Man muss allerdings darauf achten, dass man hier die genügend Geister hat zum Einsetzen. Das ist ganz wichtig, weil wenn es die Linie 15 drauf ist, das Spiel zu Ende. Wenn ihr es aber schafft, hier beispielsweise durch eines dieser Plättchen den Nebel zu schließen, dann kommen sofort alle Geister wieder zurück. Also wie bei den Städten, wie man zusammenbaut dann quasi, ist es auch beim Nebel. Das heißt, wenn ihr den Nebel dann zusammenbaut, dann verschwinden alle Geister und die kommen zurück in den Vorrat.
Ihr müsst euch also überlegen, was ihr macht. Das heißt, Nebel zu schließen macht Sinn, dann kriegt ihr die Geister zurück, aber ihr wollt auch Punkte hier auf diesen Plättchen machen. Und das ist noch eine kleine Besonderheit. Das heißt, schließt ihr hier zum Beispiel diesen Bereich dann ab. Das heißt, dann würdet ihr vielleicht, wenn jetzt hier das ein kleines wäre, 2, 4, 6 Punkte bekommen. Ist ja super. 50 brauchen wir. Man kann aber auch auf die Punkte verzichten und man wählt ein beliebiges Plättchen aus, auf dem bis zu 3 Geister stehen. Und die 3 Geister, die nimmt man zurück. Das macht durchaus ja dann Sinn, wenn man ja kaum Geister mehr in den Vorrat hat. Dann verzichtet man gerne auf die Punkte. Es sollten aber keine 10, 12, 14 oder noch mehr Punkte sein. Es lohnt sich durchaus bei kleineren Bereichen, wenn es zum Beispiel eine Stadt ist mit 2 Plättchen, wo 4 Punkte gibt, die dann auf die Punkte verzichten und dann ein beliebiges Plättchen auswählen, um 3 Geister zu entfernen. Das sind die Optionen, die man dann hat. Man muss also immer schauen, wie man dann einfach zusammen spielt. Zusammen spielt ist der Hinweis. Ich möchte euch jetzt nicht zu viele Tipps oder sonstiges geben. Ihr dürft aber auf jeden Fall gerne in den Kommentaren ergänzen, wie ihr in den Level vorankommt, weil dazu auch gleich die Infos. Weil wenn ihr gemeinsam spielt, dann versucht ihr natürlich gemein zu sein. Gemein ist man ja, wenn man quasi das allein gegeneinander spielt, also mit Mitspielern, um sich da reinzubauen in der Burg. Und das macht durchaus Sinn bei dem kooperativen Spiel, weil man bekommt ja gemeinsam Punkte. Und sind Miebel von mehreren Farben, die dann quasi geschlossen werden als Stadt, dann bekommt ja jeder die Punkte. Das heißt, die Punkte werden für jeden hier mit diesem einzelnen Miebel dann abgeschlossen. Also wenn beispielsweise bei einer Stadt, bei einer Burg quasi jeder 10 Punkte bekommt, 3 Figuren, 3 unterschiedliche Farben, das wären 30 Punkte und die 30 Punkte trägt man auch hier ab. Und das ist quasi vielleicht der Schlüssel zum Erfolg bei dem einen oder anderen, ja dann doch mit den Punkten sehr weit zu kommen. Aber denkt dran, die Geister, die Nebel, die müsst ihr natürlich je nachdem auch rechtzeitig abschließen, um auch hier so einen Vorteil zu haben. Das zu Level 1. So, Level 2, was passiert denn hier? Da kommen natürlich noch weitere Plättchen hinzu, wie zum Beispiel auch hier der Friedhof. Und das ist gut angezeigt. Und ich möchte euch auch nicht zu viel verraten, weil wenn ihr das lest in den Regeln, dann schaut ihr euch erst einmal die Abläufe an. Die werden auf den ersten 2, 3, 4 Seiten angezeigt. Klar, schon ein bisschen umfangreicher, obwohl ab 8 Jahre draufsteht. Und ihr braucht das Level 2 noch gar nicht zu lesen. Ihr braucht euch nicht alles zu lesen. Habt ihr das Level 1 geschafft? Glückwunsch. Und dann könnt ihr zu Level 2 übergehen. Und dann wird ja auch angegeben, was man benötigt. Schloss, Friedhof kommt jetzt hier wieder zum Zug. Das heißt, kommt hier überhaupt zum Einsatz. Das heißt, dieser Friedhof, dieser Schloss kommt zum Einsatz. Das heißt, die mischt ihr mit diesem Plättchen dazu. Und da ein kurzer Hinweis, ansonsten müsst ihr ein bisschen vorspulen, aber ich verrate euch nicht zu viel. Wenn ihr den Friedhof hier dann platziert, immer wenn ihr einen Geist einsetzen müsst, dann müsst ihr mindestens auf einen Friedhof auch so einen Geist einsetzen. So, das wird ja heftig. Da liegen ja dann ganz viele hier auf diesem Friedhof. Ja, aber ihr könnt die Geister auf dem Friedhof wieder loswerden, wenn ihr oben, unten, links und rechts ein Plättchen baut. Also nicht komplett drumrum, diagonal nicht, nur links, rechts, oben und unten. Das ist super. Die Geister verschwinden, aber eine eurer Figuren, die auf dem Spielplan platziert ist, müsst ihr nehmen und der quasi wird in den Friedhof gelegt. Ja, der stirbt, der ist dann weg. Da müsst ihr natürlich gut überlegen, was ihr macht. Dann haben wir natürlich das weitere Element und auch hier natürlich ganz gut beschrieben. Wie gesagt, schaut euch nur an, was ihr benötigt. Level 2, das sind die Schlösser. Und die Schlösser habe ich jetzt hier als Plättchen. Und die Schlösser geht es darum, natürlich die komplett zuzubauen. Und das ist toll, weil dafür kriege ich Punkte. Und zwar Punkte für jedes Nebelfeld bekomme ich 2 Punkte. Es wird auch in der Anleitung immer als Beispiel hinterlegt. Das heißt, ihr zählt dann die Plättchen mit Nebel drumherum und bekommt dann jeweils 2 Punkte. Aufgabe ist es allerdings, habe ich euch noch gar nicht verraten, aber ihr seht es hier, 75 Punkte müsst ihr jetzt erreichen. Gut, ihr habt mehr Plättchen, aber boah, die Friedhöfe, die sind übel. Da können sich schon mal viele Geister dann sammeln. Und die Miebel, ja, die verliere ich je nachdem. Aber ja, vielleicht durch das Schloss habe ich auch die Möglichkeit, viele Punkte zu machen, weil 75 Punkte müssen es ja sein. So, soll ich euch noch mehr verraten? Ich glaube, nicht allzu viel, weil lasst euch überraschen, beziehungsweise wer hier das Tableau sich genau anschaut, der sieht ja schon, was einem erwartet. Es sind natürlich jetzt hier die Hunde, die ins Spiel kommen, die natürlich einen Bonus bringen. Dazu möchte ich euch jetzt mal nicht zu viel verraten, ist aber gut in der Anleitung angezeigt. Aber hier beginnt es schon damit, dass man hier 3 Stapel machen muss. Das heißt, erster Stapel, ihr müsst 15 Punkte erreichen, beim zweiten 50 und beim dritten 100. Ich glaube, 20 Partien haben wir gebraucht, um Level
Level 3 zu schaffen. Das als kleiner Ausschnitt. Ihr dürft es gerne mal ergänzen. Ich habe es ja gesagt, ich glaube 20 Partien, noch mehr haben wir, glaube ich, benötigt, um Level 3 zu schaffen. Super, aber dann haben wir es geschafft. Dann wird es doch sicherlich schwieriger. Genau, es wird schwieriger. Und hier natürlich bei Level 4 und ihr ahnt, es sind natürlich weniger Geister. Man muss noch mehr Punkte bekommen. Hier natürlich in Level 5, da wird es schon richtig verrückt. Das heißt, da braucht ihr auch richtig viele Punkte, um das zu schaffen. Ja, und Level 6, das haben wir bisher noch nicht geschafft, weil hier müsst ihr eure eigenen Miepel noch dazustellen und jetzt die jeweiligen Punkte zu erreichen. Das heißt, ihr wertet für euch die Punktzahl bei Level 6. Das ist echt verrückt. Wer das geschafft hat oder wie viele Anläufe ihr bisher gehabt habt, ihr schreibt es, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Dann da kann man sich auch dazu ein bisschen austauschen. Aber das waren die Regeln des kooperativen Spiels, was ich jetzt ein bisschen im Vordergrund gestellt habe. Es gibt natürlich auch die Erweiterung. Dann benötigt ihr natürlich das Grundspiel zu Carcassonne und hier ist es ausführlich natürlich auch beschrieben. Das heißt, die Nebelfelder spielen jetzt weniger eine Rolle, aber die Geister, die Nerven, die kommen dann zu euch und verscheuchen euch, dann machen euch quasi Angst, bringen dann Minuspunkte mit sich. Das ist ganz witzig gemacht. Das sind aber auch Optionen, die ihr habt. Aber wie gesagt, da benötigt ihr das Grundspiel dazu und auch als wichtiger Hinweis, klar, die Plättchen werden zum Grundspiel gemischt, aber hier, wie es üblich ist bei vielen Erweiterungen oder bei allen Erweiterungen von Carcassonne, ist hier ein Geist hinterlegt, das heißt auf dem Plättchen, ihr könnt es also wieder zurücksortieren. Was die Farbe, was die Hintergrundfarbe angeht, was unsere Version von Carcassonne angeht, haben wir kein Problem, ansonsten gibt es ja Türme und andere Elemente oder ihr nehmt ein Säckchen und zieht da die Plättchen raus, je nach Version, die ihr dann habt von Carcassonne, was diese Rückseite dann angeht. Aber das sind quasi ja die ganzen Abläufe in Kürze, ein bisschen länger, ausführlicher dargestellt, die wichtigen Informationen und damit gehen wir über einen fließenden Übergang zum Fazit von Nebel über Carcassonne. Ich muss ehrlich sagen, wo ich gehört habe, dass es jetzt ein kooperatives Spiel zu Carcassonne gibt, ja, auch gleichzeitig eine Erweiterung, war ich sehr skeptisch. Ich habe gedacht, das braucht man doch nicht. Warum kooperativ? Das macht doch seit vielen, vielen Jahren uns Familie mit Freunden bei Carcassonne-Meisterschaften schon mitgespielt. Richtig viel Freude, wir kennen viele Plättchen, wir wissen, wie wir taktieren und dann brauchst du doch kein kooperatives Spiel. Ja, mit diesem Wissen, mit dieser Vorahnung sind wir reingegangen in die erste Partie. Und aus einer Partie wurden dann schnell, glaube ich, 10 Partien. Am nächsten Tag wurden dann gleich nochmal 20 Partien. Und zwar in Folge. Wir haben nichts anderes gespielt wie Carcassonne und genau deswegen auch schon sehr frühzeitig jetzt die Infos bzw. mein Fazit zu diesem Spiel. Weil der Suchtfaktor war enorm hoch. Wir hätten das nicht vermutet, dass es so viel Spaß macht, kooperativ zu agieren. Man muss dazu sagen, dass wir sehr viel Erfahrung in Carcassonne haben. Das heißt, die einzelnen Level, wobei abgesehen von Level 3, da haben wir, glaube ich, über 20 Partien benötigt, da waren wir dann schnell an dem Thema, wie geht man dann ran? Wir brauchen große Gebirge bzw. Städte, geht gemeinsam rein, um sich die Punkte nicht zu teilen, sondern verdoppelt, verdreifachen, vervierfachen, je nachdem, mit wie vielen Personen ihr dann spielt. Und dann kommt man auch schnell in das Ranking. Natürlich spielt das Glück eine gewisse Rolle, abhängig davon, wie die Plättchen kommen. Das ist beim Standard Carcassonne ja auch der Fall, aber da kenne ich quasi schon fast alle Plättchen auswendig. Und hier, da geht es noch eine Weile, aber da weiß man ungefähr, was an Plättchen kommt. Nebel abzuschließen ist wichtig, das heißt, wir haben immer versucht, die Nebel abzuschließen und nicht die Nebel offen zu lassen. Das geht ja auch, aber dann bekomme ich ja die Geister nur durch andere Optionen dann raus. Also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und es hat ein gewisses Suchtpotenzial, sodass jetzt allein schon als Grundspiel kooperatives Spiel eine ganz klare Empfehlung ist. Das eine oder andere Partie haben wir auch mit der Erweiterung gespielt, mit den Geistern, ist auch ganz witzig gemacht, aber irgendwie sind wir wieder zum Grundspiel zurückgekommen, weil das ist einfach das Highlight, dass man jetzt das kooperativ spielen kann. Und wie gesagt, ich war ja sehr negativ eingestellt und war jetzt begeistert oder bin begeistert, was diese Box angeht. Und die werden wir sicherlich auch noch sehr, sehr oft mit Freunden und Bekannten spielen. Klar, etwas Carcassonne-Erfahrung ist nicht schlecht. Das heißt, wenn ihr jetzt wenig Carcassonne-Erfahrung habt, dann wird es euch wahrscheinlich schon ein bisschen schwer fallen, auch was die ersten Level angeht. Und ihr werdet schon an euch nagen und sagen, das ist doch unmöglich zu schaffen. Also da hängt es wieder von der Erfahrung ab und steht zwar ab 8 Jahre drauf, aber
Bei dem Spiel geht für mich schon die Tendenz Richtung 10 Jahre, weil die einzelnen Level, die sind richtig anspruchsvoll zu lösen. Klar, von den Abläufen ist es nicht schwer, man agiert gemeinsam, da kann man Jüngere dazu nehmen, das funktioniert. Aber das nur als Hinweis, weil ich finde es schon ein bisschen anspruchsvoller. Und Solo können das natürlich auch super spielen. Ja, ist immer die Frage, wie viel Einfluss ein erfahrener Carcassonne-Spieler oder Spielerin auf das Spiel dann nimmt. Weil letztendlich, klar, könntest du so eine Art, ja, Alpha-Tierchen dann sein, wo sagt, du legst jetzt dahin, das legen wir auf jeden Fall dahin. Das kann euch passieren, je nachdem, wer mit erfahrenen Carcassonne-Spielern das Ganze absolviert. Aber jeder, der zieht, sollte natürlich erstmal eine Entscheidung für sich treffen, wo es vielleicht am meisten Sinn macht. Man kann sich natürlich absprechen, aber bei dem Spiel wird man auch gemeinsam stark und man kann vielleicht auch Neulinge an Carcassonne heranführen, wo man dann sagt, so, und jetzt spielen wir das Ganze gegeneinander. Jetzt haben wir schon so viele Tipps gegeben hier, wie man da effektiv baut, was das Straßennetz dann angeht, dass man auch vielleicht dann gegeneinander in einem normalen Carcassonne dann spielt und vielleicht mit den Geistern das Ganze noch ergänzt. Das bleibt natürlich euch überlassen. 35 Minuten ist angegeben. Ja, manche Partien gingen bei uns nur 10, 15 Minuten. Wir sind mittlerweile so schnell. Ja, und wenn man verliert, zack, wird wieder alles gemischt. Neuer Aufbau, neue Runde. Und so ging das bei uns auch über Stunden, was das eine oder andere Level dann angeht, weil man unbedingt weiterkommen musste. Ja, Level 6 ist ja richtig eine Herausforderung. Da muss dann wirklich alles laufen. Also ihr merkt, ich bin begeistert, positiv überrascht von dem Spiel, hätte ich nicht vermutet. Hätte ich, wir, muss ich sagen, nicht vermutet, dass so ein Spiel steckt. Man hat sich wohl auch sehr viele Jahre Zeit genommen für diesem Spiel und ich muss sagen, das hat sich gelohnt. Und es ist jetzt nicht wieder, wo man sagt, ja, jetzt macht man da noch ein kooperatives Spiel raus, weil es jetzt gerade so beliebt ist. Kooperativ spielt man seit Jahren auch immer wieder gerne das ein oder andere Spiel, aber das macht richtig Laune. So viel Lob und Euphorie jetzt schon wieder die ganze Zeit. Wie gesagt, eure Entscheidung natürlich. Wenn ihr schon gespielt habt, dürft ihr es gerne in den Kommentaren hinterlegen. Und wie gesagt, ihr könnt es euch holen, je nachdem beim Händler oder ihr schaut über die unten genannten Links. Wenn ihr dort Spiele oder auch andere Produkte bestellt, ihr zahlt nicht mehr, aber ihr unterstützt uns dadurch automatisch. Machen mittlerweile sehr viele von euch dazu nochmal ein herzliches Dankeschön. Das war Nebel über Carcassonne, Klaus-Jürgen Frede, Hans im Glück, Vertrieb über Asmodee. Und wie gesagt, was die Spieleranzahl angeht, es ist unabhängig von der Spieleranzahl, spielt sich wirklich sehr gut. Ich habe sogar schon Solo gespielt. Also das funktioniert, macht auf jeden Fall Laune. Und ja, jetzt sage ich danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.